Tag wünsche ich Ihnen, Herr Vorderziegel. Ja? Mein Name ist David Bergmann. Ich bin Account Manager hier im Hause Global Marketfix. Ja? Herr Vorderziegel, ich melde mich bei Ihnen, da Sie sich online für den Bereich CFD, Forex, Bitcoin und Kryptohandel registriert haben. Sie haben auch ein Handelskonto bei uns eröffnet. Dieses ist leider noch nicht aktiviert bzw. kapitalisiert. Ich bin jetzt dafür da, um Hilfestellung zu leisten und all Ihre offenen Fragen zu beantworten. Haben Sie noch offene Fragen? Ja, jede Menge. Vor einer Weile ist ja meine Frau verstorben und ich habe da, sag ich mal, das Ganze... Mein Beileid. Danke, aber die war... Ich habe keine Lust mehr auf die gehabt. Das ist schon in Ordnung so. Hab rausgefunden, dass die mich vor 37 Jahren mal betrogen hat. Von daher... Und jetzt habe ich halt, sie ist ja, sag mal, Unternehmerin gewesen, da einiges geerbt und wollte halt mal gucken, was man im Internet so machen kann, aber... Ich bin halt noch mit Briefe schreiben und mit dem Faxgerät aufgewachsen. Sagen wir mal auf gut Deutsch gesagt, ich verstehe den ganzen Scheiß nicht. Das ist gar kein Problem, Herr Vorderziegel, dafür bin ich ja jetzt in Ihrer Leitung. Genau. Also Sie haben selber mit dem Handeln hier nichts zu tun, ja? Das ist ein vollautomatisiertes Handelssystem. Genau, wir übernehmen komplett den Handel für Sie. Für Sie heißt es wirklich nur Füße hochlegen und Service genießen. Das hört sich ja fast zu gut an. Ja, wir erwirtschaften zurzeit eine Tagesdurchschnittsrendite in Höhe von 3%. Nicht einfach so dahergesagt. Tagesdurchschnittsrendite in Höhe von 3%. Können Sie das nochmal für Dumme erklären? Ich bin Schweinebauer gewesen. Ich habe keine Ahnung von solchen Sachen. Also, wir haben einen täglichen Gewinn, ja, was Sie hier erreichen, von 3%. Wovon 3%? 3% von dem, was Sie einzahlen. Ach so. Genau. Also, ich hab gedacht, im Prinzip, das wäre Rohstoffhandel, so im Prinzip bei Ihnen. Wir haben den kompletten Börsenmarkt in der Hand, von Kryptowährungen bis Rohstoffhandel, alles, was Sie haben möchten, ja? Alles, was das Herz begehrt. Alles, was das Herz begehrt. Ich habe Pferd verstanden. das ist ja gar nicht verkehrt, weil zum einen, ist es ja auch, mit den ganzen Kriegen und dem Corona und den Echsenmenschen, das gibt ja, Rohstoffe, da muss man ja schon mal gucken. Da würden, die Russen bestimmt was für bezahlen. Und zum anderen schon, mein Enkel liegt mir immer in den Ohren, weil dem habe ich auch schon gesagt, was sollen wir denn da machen? Weil der ist ja mit seinen 11 Jahren ja intelligenter mit Internet. Und er will, diese Hundemünze jetzt kaufen. Ach, diese Hundemünze, Sie meinen den Dogecoin? Ja, genau, das Ding kannte sich. Ich habe mir schon dreimal den Kiefer gebrochen beim Versuch, das auszusprechen. Alles gut. Ich hab's aufgegeben. Sie sind ein Lustiger, das mag ich. Ich habe mir dreimal den Kiefer ausgebrochen, um das auszusprechen. Super. Ja, also den Spruch hab ich auch noch nie gehört. Ja, also wenn Sie den benutzen wollen, kostet das Lizenzgebühren, nicht wahr? Wunderbar. Jetzt bringe ich Sie ganz aus dem Konzept hier. Ich habe schon wirklich vergessen, was ich sagen wollte. Also wir waren jetzt gerade bei dem Hund im Prinzip. Ja, genau. Also wir haben hier wirklich den kompletten Börsenmarkt in der Hand. Unter anderem auch die Hundemünze, ja. Ja, da ist halt die Frage, ob sich das lohnt. Weil ich hab dann mit meinen limitierten mentalen Fähigkeiten mal versucht, das zu verstehen. Das Ding gibt's jetzt ja schon länger und plötzlich wollen das alle haben. Ist das so? Ist mit dem Uran, ist das ja auch so gewesen. Das früher hat sich kein Mensch dafür interessiert und dann hat irgendwann einer mal herausgefunden, dass man ja quasi eine Atombombe draus bauen kann. Ja. Und ist das, sag ich mal, vergleichbar? Ja, also ich sag mal so, Kryptowährungen im Allgemeinen sind heutzutage sehr gefragt. Allein schon der Bitcoin.
haben Sie gesehen, wo der heute war, der Bitcoin? Bei 37.000 Euro. Naja, das ist... Ja, also ich habe einen Freund, der ist ja selbstständig mit so einer Computerfirma. Der hat mir mal erzählt, der hat das, seit 2010 soll es das ja schon geben, nicht wahr? Der hat da irgendwie... Seit 2009, also dem... Genau, den Bitcoin gibt es seit 2009. Ja, und er hat wo irgendwie, hat er mir mal erzählt, er hat damals für 30 Euro eingekauft. Für 30 Euro? Der hat damals, das war so, war das, nageln Sie mich nicht drauf fest, da war das so ein Jahr oder zwei alt. Und da hat er die, da gesagt, der hat mir erzählt, wie viel der liegen hat. Da habe ich auch gesagt, du Schwein, setz mich mal oben auf deine Liste, wenn du stirbst. Dann lohnt sich der Auftragskiller. Da fühlt man sich schon abgehängt, weil ich wollte früher immer, sag ich mal, auch so einen Computer haben, aber meine Frau, sag ich mal, die hat, die glaubte halt an Vishnu und das hat halt, die wollte sowas nicht in Haus haben. Die hat sich da, sag ich mal, aus religiösen Gründen, sag ich mal, da belästigt gefühlt. Und das Erste, was ich gemacht habe, nachdem die sie hier rausgetragen haben, da habe ich zum Edwin, das ist mein Enkelsohn, da habe ich gesagt, hier, das ist zu glatt draußen, da hast du Geld, du gehst jetzt einen Computer holen. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Cool. Ja, ich habe dann halt angefangen, erstmal meine ganzen Stones-Platten zu digitalisieren. Da gab's so ein Gerät dazu, wenn man einen bestimmten Jahrgang überschritten hat. Und jetzt habe ich halt gesagt, weil Hunde konnte ich schon immer ganz gut leiden. Ich habe auch mal, kennen Sie Dinner for Dogs? Nein. Das ist ja quasi so ein Hersteller von Premium-Hundefutter. Und da haben wir halt immer die Schlachtinnereien und Sägespäne für die Verarbeitung besorgt. Okay. Und deswegen mag ich die Hunde halt auch gerne leiden. Und das scheint ja im Moment auch gefragt zu. Ich habe noch nicht verstanden, warum das jetzt plötzlich alle haben wollen, weil das ist ja, sag ich mal, ein interessantes Bild, was sie da ausgesucht haben dafür. Aber da kann man jetzt ja einiges kaufen von. Ja klar, also da kenne ich mich aber leider nicht so gut aus. Ich bin hier nur Account Manager. Da müssen Sie schon wirklich bei themenspezifischen Fragen den Broker zur Hand nehmen und den mal mit Fragen durchlöchern. Dafür ist er auch da. Den was bitte? Den Broker, den Börsenmakler. Ach so. Ja. Haben Sie den denn gerade da? Weil das wollte ich halt schon gern vorher abklären. Ja. Den können Sie erst sprechen, wenn Sie hier Kunde sind. Ja, bin ich das nicht, wenn wir telefonieren? Ach so, nee, Sie haben ja Handelskontos eröffnet, aber es ist ja noch nicht am Arbeiten, es ist noch nicht kapitalisiert. Ja. Nach der Kapitalisierung erhalten Sie einen persönlichen Börsenmakler. Ja, aber ich kann doch der nicht, dann Ihnen zur Seite steht. Ich kann doch nicht kapitulieren, wenn ich noch gar nicht angefangen habe. Nicht kapitulieren, kapitalisieren. Den Begriff kenne ich nicht. Also nachdem Sie hier einzahlen, Ihr Handelskonto hier einmal Geld drauf überweisen, sodass wir damit arbeiten können. Ach, also ich muss im Prinzip, sag ich mal, da erst von dem Hund da, sag ich mal, was rankriegen, dass man damit arbeiten kann. Genau. Ja, ich dachte, das machen Sie dann. Ja, klar, selbstverständlich. Wir besorgen es ja für Sie, also hier, aber Sie müssen ja Geld auf Ihr Handelskonto buchen, damit wir damit arbeiten können. Und wie viel, sag ich mal, von diesen Hundedingern sollte man sich holen? Ja, das ist wirklich... Wir machen es so, Herr Vorderziege. Die Mindesteinzahlung bei uns beträgt 250 Euro, Sie erhalten nochmal Neukundenbonus in Höhe von 150 Euro. Fangen wir hier mit 400 Euro dann schon mal an, und dann können Sie gerne mit Ihrem Broker über verschiedene Strategien auch reden, und der wird dann auch für Sie dann, der wird Ihnen dann auch Tipps geben, wo man was machen könnte. Ja, mit 200 Euro, das lohnt sich ja gar nicht. Ich wollte das ja im großen Stil machen.
Selbstverständlich. Will ja Also noch ich, mal wir ein können auch bisschen gerne. zocken. Wer weiß, ob ich mich morgen nicht Klar. mit diesem Scheiß Corona anstecke und dann will ich meinem Enkel ja ein Was haben Sie bisschen denn was gedacht? hinterlassen. Also mein Freund, ich Ja. habe, sag ich mal, über meinen Anwalt, das ist, sag ich mal, mein Bruder und der ist auch Ja. Schönheitschirurg, der hat, sag ich mal, Okay. der hat die Firma für einen guten Preis abgesetzt und ich habe halt quasi noch so eine Zusatzrente auf Lebenszeit. Der hat 9 Ja. Millionen rausgehauen und drei würde ich schon einsetzen wollen. Aber das muss halt Also von alles neun. geplant sein vorher. Ja, also Sie haben 9 Millionen erhalten und möchten 3 Millionen investieren. Ja, ich wollte ja gerade, wenn man mal guckt bei diesem Hund, ne, nicht wahr? Das ist ja Ja. irgendwie bei 0,004 gewesen noch vor einem Jahr. Und jetzt kostet so ein Ding ja schon 9 Cent. Ne, das Ja. klingt ja nicht gerade viel, wenn man da so drüber nachdenkt. Aber Ja. wenn man Ja gut. da mal überlegt, wenn man da jetzt, sag ich mal, damit eine Million investiert und das weiter so Ja. steigt, da hat man ja das, sag ich mal, in wenigen Tagen vervielfältigt. Und Ja. der Herr Zeit ist Vorsitzige, ja machen wir das es am besten wichtigste so. Gut. Deswegen, das Ja. steigt ja weiter. Und je früher man investiert, würde ich mal schätzen, umso mehr Ja. Möglichkeiten hat man, dass man am Ende dann halt nicht kapitulieren muss. Selbstverständlich. Also in der Summe bei 3 Millionen Euro, da bin ich leider nicht für zuständig. Da muss ich sie an einen Broker weitergeben. Ja, wären Sie so Aber das kann ich freundlich. erst machen. Aber das kann ich erst machen, wenn Sie hier erst Ihr Konto bei uns kapitalisiert haben. Machen wir es so, Herr Vorderziege. Öffnen wir ihr erstmal Ihr Konto mit 1000 Euro. Ja. Sie Ja. erhalten von mir auch nochmal 500 Euro Neukundenbonus. Das kann Und mein Enkel dann danach. verspielen, wenn er das mag. Da halte ich mich ja nicht mit auf. Gerne. Gerne. Also wir können, von mir aus können wir auch erstmal mit 10.000 Euro öffnen, ja. Also das ist ganz Ihnen überlassen. Wie lang komme ich da denn aus mit? Also ich wollte mir das jetzt erst einmal ein bisschen angucken. Da erstmal, es ist halt, gibt's, es ist ja rein digital, richtig? Genau, alles digital. Das heißt, also, weil ich habe mir das mal angeguckt. Ich dachte ja erst, guck mal, weil das war das höchste der Gefühle damals bei eBay. Ich Ja. habe mich dann immer in die Bibliothek geschlichen, wenn ich mal mit dem Computer Ja. arbeiten wollte. Weil bei eBay, da kann Ja. man ja auch, sag ich mal, diesen Bitcoin, den kann man da auch als Münze kaufen. Aber da kosten die irgendwie viel weniger. Deswegen habe ich Ja. halt gedacht, ich bestelle mir Nee, da also so bei eine eBay, Münze ja. für 20 Euro. Und dann Ja, verkaufe ich die aber für ja, nee, 37.000, nee. nicht wahr? Nee, also so läuft das leider nicht ab. Also bei eBay können Sie keinen Bitcoin kaufen, ja. Das Ich guck kriegen Sie schon gerade wirklich noch nur, mal. ja. Aber Aber Herr war Vorderziege, machen wir es was? so, öffnen wir Bitcoin. erstmal Ihr Handelskonto bei uns, ja, und danach können Sie gerne mit dem Broker über weitere Investitionen reden, ja. Mit was wollen Sie starten? Sagen Sie mir, mit was Sie starten wollen. Dementsprechend mache ich Ihnen alles fertig. Sie würden dann auch die Bankverbindung von mir erhalten, Also ja. ich habe Und jetzt dann, gerade ja. ein BTC Münze, One Ja. Bitcoin Gold, Ja. 7,99 € und 3,15 € Ja, Versand. nein. Und das wäre, hätte ich Ja, halt gedacht, das ist das ist halt vom Spielzeug. einen Marktplatz abziehen. Und Nein, beim anderen, weil das ist das ja, vielleicht nein. haben die ja ganz viele und müssen die loswerden wegen Nee. Insolvenz Nee. oder so. Nein, 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 nein. Das ist Spielzeug. Das ist so eine Art Trophäe, der Bitcoin, den Sie bei eBay kaufen können. Das ist aber aus Das ist wie eine Gold. mit, ja. Ja, aber der ist als Bitcoin nichts wert. Also kann ich das nicht Ne? einlösen im Prinzip bei so einem Nein, Markt. nein, nein. Das ist ja Nein, voll nein, die nein. Also das ist, Verarsche. ja, also Bitcoin gibt es nur digital. Physisches Bitcoin gibt es nicht. Ist so gar nicht vorhanden. Ja, Herr Vorderziege, das Ja. Akku von meinem Headset geht gleich leer. Kann sein, dass Sie gleich weg sind. Ich würde Sie im Anschluss dann nochmal anrufen, ja? Also nicht wundern, wenn Sie mich nicht mehr hören, ne? Ja, Sagen Sie ja. jetzt am besten, mit was Sie starten möchten. Ich mache Ihnen dann schon mal alles fertig. Ja, dann hauen wir das gleich voll, das Ding. Denn der will mich ja nicht lange mit Papierkram aufhalten. Alles klar, sagen Sie mir eine Summe, ich mache Ihnen dann dementsprechend die Bankverbindung Ja, fertig. dann setzen Sie die dreimal rein und dann wollen wir da das Maximale rausholen. Ja, was möchten Sie denn investieren, die Summe, die Sie investieren möchten? Ja, dann 3 Millionen, ja, nicht wahr? 3 Millionen möchten Sie jetzt investieren. Ja, ich muss ja, bevor das noch teurer wird, ich muss das ja einkaufen lassen.
Machen Sie das dann oder muss oder sitze ich da dann und sage dem Computer, ich will jetzt den Kieferbrecher kaufen? Herr Vorderziege, sind Sie sich sicher, dass Sie jetzt mit 3 Millionen Euro starten möchten? Ja, wer weiß, wie lange ich noch lebe. Ich muss das ja noch für meinen Enkel, sag ich mal, da was rausholen. Ja. Herr Vorderziege, wir machen es so. Ich spreche das jetzt mit der Finance-Abteilung ab, ja? Ja, ja. Ich frage erstmal nach, ob wir überhaupt mit 3 Millionen starten können. Ja, ansonsten können wir auch mit 100.000 oder 200.000 starten. Ja. Ja, aber was soll das denn? Wir sind doch hier nicht in Nordkorea. Also ich will jetzt ja nicht 100 Mal bei Ihnen anrufen, bis das dann startklar ist. Allein was? In der Zeit, wo wir jetzt sprechen, hat also er schon wieder, der hat jetzt schon wieder 0,043 Cent zugelegt im Wert. Das heißt, also, gerechnet auf 3 Millionen hat mich dieses Telefonat jetzt schon 362.000 Euro gekostet. Und das wird ja nicht weniger. Ich mache Ihnen dann jetzt eine Bankverbindung fertig mit 3 Millionen Euro, ja? Und dann melde ich mich gleich nochmal bei Ihnen, okay? Ja, wann denn? So in 15 Minuten. Ja, das ist gut, solange kann ich das Essen noch fertig machen. Mein Name ist David Bergmann, ja? Ha, was bitte? Wollen Sie es am Stück bezahlen oder sollen wir die Bankverbindung stückeln für Sie, also die 3 Millionen Euro? Nee, so wenig Aufwand wie möglich, nicht wahr? Muss ich das versteuern? Was haben Sie denn für ein Limit? Ha, was bitte? Was haben Sie denn für ein Limit? Ich wüsste nicht, dass eines existiert. Das ist ja noch auf. Wir haben kein Limit. Das ist ja noch auf dem, sag ich mal, im Prinzip auf den Konten meiner Frau. Wo ich jetzt ja testamentarischer Vollmacht als Alleinerbe die volle Zugriffsberechtigung habe. Und die hat ja auch mal für 10 und 12 Millionen Rohstoffe in Waren zur Handelsproduktion eingekauft. Oh. Und die hat nie erzählt, dass das... Ja, sag mal, das ist ja, sag mal, was ich jetzt ja geerbt habe, das sind ja die Überbleibsel plus der Jahresgewinn von 2019. Das hat ein bisschen gedauert, das freizukriegen. Ja. Ich verbinde Sie einmal weiter, ja, mit der Finance-Abteilung, ja? Ach, jetzt geht das doch. Ja, das ist kein Broker jetzt, das ist mit der Finance-Abteilung, ja? Ja. Bleiben Sie kurz dran. Ja, danke schön. Hören wir uns denn nochmal wieder? Selbstverständlich, wir hören uns auf jeden Fall wieder, Herr Vorderziege. Ja, bleiben Sie kurz dran. Ja, vielen Dank. Jetzt ist das Telefonat beendet. Da waren die wieder mal zu blöde zu. Habt ihr gemerkt, wie spitz der geworden ist? Ja, für 3 Millionen mit 100.000, da halte ich mich doch gar nicht auf mit. Ich speichere mir den jetzt gerade mal als 3 Millionen Kieferbrechermünzen im Telefon ein. Vielleicht ruft er ja gleich nochmal zurück, während ich hier meinen Monolog mit euch halte. Und ansonsten muss ich halt ein bisschen zusammenschneiden, wenn die wieder anrufen. Dem geht jetzt sicher gleich total der Hintern auf Grundeis, weil der mich nicht mehr ranbekommt. Nun gut, Daumen drücken, dass sie wieder anrufen. Ich glaube, da ist er wieder. Gerade noch mal rufen. Hallo? Hallo, Herr Vorderziege, ich grüße Sie. Michael Trautmann ist mein Name. Ich bin aus der Finance von der Global Market FX. Ja. Wie darf ich weiterhelfen? Der Kollege Bergmann, der hat schon zittrige Hände bekommen, weil hier Größenordnungen angesprochen worden sind, mit denen er so gar nicht umgehen kann. Deshalb hat er jetzt gerade auch auf die Finance verwiesen. Ja. Herr Vorderziege, unabhängig davon, ich denke, dass Sie da wirklich ein sehr, sehr gutes Gespräch mit dem Kollegen auch gehabt haben. Ja, ja, das ist sehr, sehr freundlicher junger Mann, das muss ich ja schon sagen. Alles klar, super. Hallo? Ja, ich bin dran. Ach so. So, Herr Vorderziege, Fakt ist ganz einfach. Ja, grundsätzlich, das kommt nicht sehr oft vor, dass wirklich auch im Erstgeschäft dann diese Größenordnungen hier auch angesprochen werden. Ja, das muss ja klappen. Bitte? Ich sage, das muss ja laufen. Ich habe ja nicht die Zeit, mich damit so, sag ich mal, so Lillefatz-Beträgen aufzuhalten.
Okay, alles ich klar. Wollte ja, vielleicht hat der Kollege das ja schon erzählt. Ich wollte da in den Hundecoin da, das wollte, weil das halt so hoch geht, nicht wahr? Hab jetzt ja, jüngst geerbt ja. Und das ist ja an Explodieren. Und mein Enkel fand das ja. So toll, das habe ich mal ein bisschen gelesen. Ich habe das System ja. Nur noch nicht so ganz verstanden. Aber es der Kollege kein, sagte, das geht automatisch bei Ihnen. Ja, 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 wir sind eine Plattform, okay? Wir sind eine Plattform. Wir haben so den ganzen Börsenmarkt in der Hand, ne? Ja. Und nein, und der Hundecoin, ja? Ja, ja. Der hat überhaupt gar der Hundecoin hat gar keine Relevanz. Natürlich. Der ist nämlich am Ende, ja, ich sage Ihnen auch warum, weil er ist von zwei Informatikern kreiert worden über die Blockchain-Technologie, ja. Als Witz eigentlich, ja, weil diese zwei Herrschaften eigentlich gar nicht an den Bitcoin geglaubt haben. So, und letzten Endes haben sie dann natürlich diesen Dogecoin rausgebracht. Ja gut, der hat jetzt einen Umlaufwert von 10 Milliarden. Okay? Ja, also, ja. Sie sehen, selbst aus Witz ist schon auch sehr, sehr viel passiert. Ja, deswegen. Fakt ist aber, ja, Herr Vorderziege, Fakt ist, es gibt natürlich auch noch in der Kryptowelt, also genauso wie den Dogecoin oder den Bitcoin, ne, gibt es natürlich mittlerweile auch 2.500 weitere. Ja. Ja. Und da gibt es natürlich sehr, sehr gute, wo exorbitante Renditen auch realisiert werden. Ja, ja, ja. Aber Sie hatten es gerade ein bisschen schon durch die Blume auch gesagt, dass Sie jüngst geerbt haben. Ja. Wie sind Sie da? Haben Sie einen Verwalter oder machen Sie alles selber? Oder? Also es ist ja im Prinzip so, meine Frau, die hatte, sag ich mal, mehrere Firmen in so einem Konsortium. Und jetzt ist das okay. Ja so, dass nach Klärung der ganzen rechtlichen Angelegenheiten und der Bezahlung von Lieferanten und allem, dass ich jetzt halt, sag ja. Ich mal, den Reinerlös, den man dann ja als Eigentümer quasi als Privatentnahme entnehmen kann. Das habe ich für 2019 jetzt schon mal bekommen. 2020 ja. Ist noch in der Buchprüfung. Ja. Darf ich fragen, über was für einem Volumen Sie jetzt momentan verfügen ohne 2019? Oder war das jetzt 2019? Das ist jetzt, also für 2019 habe ich jetzt Steuer und ganzen Gerichtskosten und alles bereinigt, sind das knapp über 9 Millionen, die ich da bekommen habe. 9 Millionen, fantastisch. Was erwarten Sie dann für 2020? Also es ist jetzt wegen Corona ist das natürlich, sei mal möglich, dass das noch deutlich mehr wird, weil meine Frau, die hatte halt auch, sei ich mal, mehrere Firmen oder hat, die Firmen existieren ja noch, aber sie halt nicht mehr. Ja. Ich habe jetzt einen angestellten Geschäftsführer und sag ich mal, da sind auch medizinische Produkte mit bei gewesen und die erwarten eine 25-32%ige Steigerung. Das kommt jetzt wegen den Mehrwertsteuersätzen, ist das noch nicht ganz klar. Und weil es da wohl, ich habe das alles nicht verstanden, ich bin Schweinebauer gewesen, früher mal, habe da nicht so die Ahnung von. Und die haben halt gesagt, dass da deutlich noch was rauskommen kann. Das muss ich aber auch noch, weil die haben ja da, sag ich mal, andere Steuerbeträge und Berechnungsmodelle jetzt wohl angesetzt. Das ist für mich Chinesisch, Griechisch und Ägyptisch zusammen. Das lasse ich mal die Profis machen. Und ja, muss jetzt halt gucken, dass ich da auch was mit anfange. Ich kann mir damit ja nicht die Wand tapezieren. Nein, ja, ist klar. Ne? Also da ist natürlich auch schon der erste Schritt definitiv auch fantastisch, so dass Sie dann auch sagen, okay, das Geld darf nicht schlafen, es muss auch wiederum weiterarbeiten. Ne? Also da ist natürlich auch ein gewisses gesunder Geschäftssinn. Ja, natürlich. Erfordert absolut. Darf ich fragen, die Firmen Ihrer Frau? Ja, ja. Was haben die produziert, was haben die gemacht oder was hat ihre Frau gemacht? Einfach nur Interesse halber. Also kennen Sie Nestle? Nestle, ja. Ja, Nestle, also ich nehme es jetzt nur mal als Beispiel, weil von Nestle werden ja von Shampoo bis abgepackte Nudeln mit Tomatensauce wird alles produziert. Und bei meiner Frau, die hatte im Prinzip auch so ein Produktionskonsortium. Also wir haben da so eine,
so Lego-kompatible Bausteine, man darf das ja nicht als Lego bezeichnen, mhm, sonst wird man verklagt. Mhm. Dann hatten wir, ja, sag ich mal, Speisestärke. Dann gab's Handschuhe, mhm, für den OP-Bedarf. Da gibt's ja so verschiedene, ja, Klassifikationsstufen. Messinstrumente, mhm, für die Nuklearmedizin und eben, weil das halt auch mit Nuklear zu tun hat, eben auch für die Reaktoren, mhm, die es eben so auf dem Markt gibt, zur Stromgewinnung. Und was ich persönlich halt am besten fand, was meinem Hüftgold aber nicht so gut getan hat, da gab es auch eine Abteilung für Schokoladenpudding. Den fand ich immer besonders gut. Okay, fantastisch. Das, ja, hört sich, also das hört, das ist, das nennt sich dann schon Industrie, ne? Ja, ja, das ist, sag mal, das, da ist jedenfalls das Industrialisierungslevel ist, sag ich mal, an einem sehr hohen Punkt angekommen. Und deswegen, absolut, dachte ich halt auch, ich guck mir das nämlich gerade hier an. Dieses Handelsvolumen vom Dogecoin, das hat sich ja um 96% jetzt erhöht in den letzten 24 Stunden. Und wenn ich mal überlege, wenn 40% Gewinn, wenn ich da jetzt mein Geld reinhaue und morgen sieht das wieder genauso aus, da kann ich mir noch irgendeine Firma für Maschinengewehre kaufen. Ja, Maschinengewehre, wenn sie unbedingt möchten. Also das ist natürlich etwas schon, wo wir, naja, ne, also ich sag mal so, wenn sie es nicht machen, macht jemand anders. Ja, ne? Natürlich. Deswegen, das war auch eher, sagen wir, metaphorisch gemeint. Ich weiß, ich habe ich mir fast gedacht. Ich habe hier, sag mal, im Umkreis, sag ich mal, stehen auch mehrere, sag mal, da ist unter anderem eine forensische Psychiatrie in die Insolvenz gegangen. Und da sage ich, da wird aufgrund der Corona-Situation, das macht ja ganz viele Leute irre in der Murmel, da wird halt auch, sag ich mal, ein großer Zukunftsmarkt prognostiziert. Da bin ich jetzt schon an überlegen. Das ist, im Moment ist das halt ein Schnäppchen. Das Doofe ist halt, das ist halt nur das Gebäude und die Insassen. Man muss sich halt ja auch noch einen medizinischen Stab drum aufbauen und da habe ich halt gar keine Ahnung von. Okay. Jetzt ist er schon fast bei 7 Cent, also da würde ich schon was von holen wollen. Dann lassen Sie uns gemeinsam etwas holen. Ja, wie ich sag viele mal so, haben Sie denn da liegen von den Hundemünzen? Also wir können natürlich, was wir hier haben, wir haben die Hundemünzen jetzt nicht hier direkt rumfliegen, ja, die sind Punkt 1, sind die auch nicht physisch, die sind digital. Ja, ja, Sie sagen uns, ja, das ist ja eine Dienstleistung, die wir hier auch anbieten, Sie sagen uns, wie viele Sie möchten, ja, und wir organisieren und wir legen Sie natürlich für Sie hier auch so weitestgehend dann auch wieder zurück. Ja, ja, und also das ist überhaupt gar kein Problem. Ne? Also das ist auch nicht nur unser Hauptgeschäft, dass wir jetzt hier nur Münzen aufbewahren, ja, oder Coins aufbewahren. Ja. Fakt ist, ne? Also Sie sind da nicht so, ich hätte das jetzt so als Zwischenhändler bezeichnet, aber Sie stehen quasi direkt am Markt, richtig? Ja, das machen wir schon so. Haben Sie mir überhaupt zugehört? Was machen wir, was denn? Was meinen Sie denn? Ja, das ist eine Frage gewesen. Ich habe Ihre Frage nicht gehört. Na, die Frage ist, sind Sie, ob Sie, sag ich mal, als Zwischenhändler dann fungieren oder ob Sie da direkt selber am Markt den Zukauf tätigen? Wir sind keine Zwischenhändler. Ne? Wir sind eine Plattform, ne? Wo Sie die ganz normal auch handeln können. Also wie eBay quasi. Sie sind eBay, glaube ich, oder? Ja, das ist so meine Generation. Also, das ist Ihre. Sie hören sich ein bisschen älter an als eBay. Ja, ne? Ich bin 81, junger Mann. Ja, ich sag ja, ne, da war eBay noch nicht existent, da war eBay noch flüssig, ne? Ja, aber das, sag mal, ich bin ja mit Flohmärkten und mit dem Markt noch aufgewachsen, aber sag mal, das ist, sag mal, was Computer und Handel angeht, sag ich, da ist eBay bisher so das höchste der Gefühle bei mir gewesen. Okay, passen Sie auf, Herr Vorderziege, ne, alles ist entspannt, alles ist in Ordnung, wir können natürlich auch sehr, sehr viele Witzchen machen, ne, finde ich auch alles gut, finde ich auch witzig, ne, aber Fakt ist doch auch irgendwo, ne, möchten wir jetzt irgendwo, ne, zusammen hinkommen, ne, wollen wir gemeinsam etwas bewegen oder wir lassen es jetzt einfach bleiben, ne, ist jetzt alles lustig,
ne? Aber irgendwann ist Time is Money, ne? Und da sollte man natürlich jetzt doch schon zusehen, dass wir da endlich mal in die Pötte kommen, ne? Oder sie sagen sich, okay, fangen sie auf, verbinden sie mich nochmal mit dem Herrn Bergmann, mit dem Account Manager, der hat vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, ne? Der mag sich natürlich die Scherzchen auch noch ein bisschen anhören, ne? Oder, Ich wollte hier dick investieren. Warum sind Sie denn jetzt so unfreundlich zu mir? Habe ich irgendwas gesagt, das Sie beleidigt hat? Dann tut mir das leid. Ich bin überhaupt nicht. Ich fand das sehr, sehr amüsant. Ich habe es ja auch ein bisschen mitgemacht. Ne? Ist auch alles in Ordnung. Ne? Also, Herr Vorderziege, alles ist in Ordnung. Also, keiner ist beleidigt. Ich bin amüsant. Wir haben natürlich auch einen hochstressigen Job hier. Dann ist es auch mal ein bisschen, ist es auch mal witzig, ne? Zumindest auch mal so etwas hier erleben zu dürfen. Da ist es auch, wer sich sowas einfallen lässt, ne, das ist schon gut. Ne? Verdienen Sie eigentlich Geld damit, frage ich mal, Herr Vorderziege. Wollen Sie jetzt nicht mit mir zusammenarbeiten? Ich würde sehr gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Ne? Ja, dann zeigen Sie mal. Ich weiß auch, wie unser Kundenklientel funktioniert. Ne? Und Sie passen auf jeden Fall nicht ins Schema. Herr Vorderziege. Warum? Ja? Weil ich mich da vorher noch nicht mit beschäftigt habe. Weil Sie sich wie ein Komiker anhören. Da vielen Dank. Entschuldigen Sie, dass ich das so sage, aber das ist, Sie wollen witzig wirken, ne? Ich bin ein humoristischer Mensch. Meinen Sie, wie man 60 Jahre als Schweinebauer durchs Leben kommt? Da muss man Humor haben. Genau, und damit sehr viel Glück haben sie dann noch eine Industrielle auf dem Weg gefunden, ne, die dann natürlich den, ne, ihren Schweinemist als Parfum, ne, als ist sie ihnen auf die Knie gefallen, ne? Also ich sag mal so, Herr Vorderziege. Ne? Naja, das, also, im Endeffekt hat sich das ja so zugetragen. Die hatten uns gebucht für ein Schweinewettrennen bei einer Firmenfeier und da hat sie sich verliebt in mich. Ach, meine, das ist jetzt wird's amüsanter, ne? Ja, also wenn Sie da auch mal Interesse für haben, geben Sie mir mal den anderen wieder, der ist viel freundlicher gewesen. Ja, der ist auch ein bisschen blauäugiger, ne? Das ist ja auch das Problem. Ja, was stellen Sie solche Leute denn dann ein, sagen Sie mal? Deshalb machen die jetzt auch nur, ja, die sind jetzt auch natürlich, die kriegen das nicht jeden Tag, ne? Auf die Mütze getragen, hier veräppelt zu werden, oder? Fühlen Sie sich denn veräppelt? Herr Vorderziege, ich fühle mich etwas veräppelt. Dann sagen Sie mir doch mal, bei welchem Mitbewerber ich mit meinem Geld am besten anrufen kann. Dann gebe ich Ihnen, schicke ich Ihnen per E-Mail, okay? Vorderziege@gmail.com. Ja, genau, dürfen Sie mir gerne schicken, dann trage ich mein Geld dahin, wenn Sie da kein Interesse dran haben. Sehr gern. Nee, also gar kein Problem. Sehr, sehr gerne. Was ich Ihnen definitiv empfehlen kann, auch als Schweinebauer, Schweinebäuche laufen fantastisch momentan. Ja, haben Sie auch einen vom vielen Rumsitzen? Ob ich einen habe? Ja, gerade am Telefon. Oh, der war jetzt so langweilig. Sind Sie dafür zur Schule gegangen, um auf solche Karlauer zu kommen? Ach, nee, nein. Wieso? Muss ich dafür zur Schule gehen? Na, ich dachte, Sie haben doch bestimmt irgendwo so Kärtchen, wo Sie das ablesen. Spontanität, ne, lernt man nicht in der Schule. Also so wie Sie stottern, klingt das nicht gerade spontan. Brauchen Sie Nachhilfe in Rhetorik? Ich kann da was organisieren. Das ist überhaupt nicht das, weil Sie mir permanent dazwischen quatschen. Ne? Ja, deshalb, Sie lassen die Kunden ja nicht ausreden. Was sollen wir das Kufstein-Lied singen zusammen? Sie sind noch kein Kunde. Ja, aber so wie Sie die Leute behandeln, kriegen Sie auch keine. Ich wünsche... Nee, ne? Solche wie Sie möchten wir auch gar nicht. Möchten Sie jemanden... Sie sind Komiker. Ja, natürlich. Möchten Sie jemanden grüßen? Ob ich jemanden grüßen möchte? Ja. Ja, ihre Mutter. Warum denn? Ihre Mutter möchte ich grüßen. Das Niveau wird immer besser. Ich möchte ihre Mutter grüßen. Genau, ich setze es herab. Ne? Und grüßen Sie mir Ihre Oma auch. Ja, die grüße ich auch. Ich schicke sie bald zu ihr, dann sehr können gerne. Sie grüßen. Grüßen Sie sie mir ganz besonders von hinten. Ihre Firma wird immer seriöser. Soll ich Ihr Firmenlogo als Titelbild nehmen? Was für ein Vollidiot. Dogecoin!